Das Lämmchen und sein Nutzen. Ein junges Lämmchen hat Marie, die liebt das fromme Tierchen sie. Sie trägt es wie ein Kind im Arm und pflegt es wohl und hält es warm. An einem Bändchen um den Hals, dass es nicht fortlauft allenfalls, führt sie aufs Feld den lieben Schatz an einen grünen Futterplatz. Und ist das liebe Lämmlein satt, dann liest Marie an leerer Statt aus ihrem Buch dem Liebling vor, der als verstimmt erst spitzt das Ohr. So wächst das Lämmlein bald heran, wie hat Mariechen Freude dran. Doch wartet nur, in kurzer Zeit seht ihr des Lämmchens Dankbarkeit. Geduldig, ohne sich zu wehren, lässt sich das sanfte Lämmlein scheren. Sobald erschienen ist der Mai, Mariechen füttert's nebenbei. Die Wolle, die's vom Lamm gewann, trägt es zum armen Weber dann. Der macht ihr um geringen Lohn ein ganzes Stücklein Zeug davon. Das bringt Marie zum Färber hin, der färbt es rot, gelb, blau und grün. Kurz, jede Farbe, die beliebt, mit Leichtigkeit dem Stoff ergibt. Dann geht ans Werk die Schneiderin, die überlegt mit klugem Sinn, wie man zu einem neuen Kleide mit Sparsamkeit den Stoff zerschneide. Wenn's Kleidchen fertig ist gemacht, freut sich Mariechen seiner Pracht. Doch dankbar sie des Lämmchens denkt, das ihr die Wolle hat geschenkt. Ihr lieben Kinder, merkt euch drum. Geht mit den Tieren liebreich um. Ihr Nutzen tausendfach euch es lohnt, wenn ihr sie allzeit schützt und schont.